Dieses Video gibt Ihnen einen Überblick über die Einstellungen, die Sie im Cablelink Webmail vornehmen können und wie Sie es am besten verwenden. Nachdem Sie sich eingeloggt haben, geht es auch schon los. In Ihrem Postfach können Sie E-Mails schreiben und senden und empfangene E-Mails übersichtlich darstellen. Im Vorschaufenster können Sie Ihre E-Mails ansehen. Wenn Sie mehr Übersicht benötigen, ziehen Sie das Vorschaufenster größer oder kleiner. Unten auf der Seite blättern Sie in der Mail-Übersicht. Schreiben Sie eine E-Mail an eine oder mehrere E-Mail-Adressen. Mit einem Doppelklick auf den Kontakt erscheint diese automatisch im Empfängerfeld. Um Speicherplatz freizumachen, empfehlen wir Ihnen, die Ordner Spam und Gelöschte regelmäßig zu leeren. Links unten sehen Sie mit einem Blick, wie viel Speicherplatz noch frei ist. Markieren Sie eine oder mehrere E-Mails, um diese zu löschen oder zu verschieben. Zur besseren Übersicht können Sie sich private Ordner anlegen, indem Sie unter Einstellungen den Punkt Ordner auswählen und mit dem grünen Plus einen neuen Ordner hinzufügen. Sie können die Ordner jederzeit umbenennen, leeren oder löschen. Ihre Kontakte verwalten Sie einfach im Adressbuch. Zu den Kontakten können Sie Gruppen anlegen und Ihre Kontakte ganz einfach der jeweiligen Gruppe zuordnen. Im Kalender halten Sie übersichtlich alle Ihre Termine fest und können diese importieren und exportieren. Es stehen mehrere Ansichten zur Verfügung. Zu Terminen können Sie weitere Personen einladen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Serientermine zu erstellen und Anlagen anzuhängen. Unter Einstellungen haben Sie die Möglichkeit, Ihr Cablelink Webmail individuell zu konfigurieren. Passwort ändern. Im Bereich Einstellungen können Sie ganz einfach Ihr Passwort ändern. Wählen Sie das Feld Passwort aus und ändern Sie Ihr Passwort anhand der vorgegebenen Maske. Beachten Sie die Passwortanforderungen. Mindestens 10, maximal 40 Zeichen. Mindestens ein Großbuchstabe. Mindestens ein Kleinbuchstabe, mindestens eine Ziffer und mindestens ein Sonderzeichen. Wenn Sie Ihre Mails mit einem Mailprogramm wie zum Beispiel Outlook oder Thunderbird abrufen, werden Sie beim ersten Versuch, E-Mails zu senden oder zu empfangen, nach dem neuen Passwort gefragt. Geben Sie hier Ihr neues Passwort ein. Verwenden Sie verschiedene Passwörter für verschiedene Anwendungen und Websites und ändern Sie Ihr Passwort regelmäßig. Spamfilter. So können Sie im kostenlos zur Verfügung gestellten Spamfilter einstellen, wie bei Spam-Nachrichten reagiert werden soll. Ob Spam sofort gelöscht werden soll, in den Ordner Spam-Verdacht verschoben werden soll oder nur markiert werden soll. Virusfilter. Der Virusfilter überprüft alle Ihre E-Mails auf eine mögliche Virusinfektion. Hier können Sie einstellen, wie mit der infizierten E-Mail vorgegangen werden soll. Sollen infizierte E-Mails sofort gelöscht werden? Wollen Sie über das Löschen benachrichtigt werden oder soll das System Sie nur kennzeichnen? Abwesenheitsnotiz. Sollten Sie einmal nicht verfügbar sein, können Sie Ihren Kontakten ganz automatisch mitteilen, dass Sie gerade nicht oder nur eingeschränkt erreichbar sind. In den Einstellungen können Sie Ihre Abwesenheitsnotiz individuell bearbeiten und auf aktiv oder inaktiv setzen. E-Mails weiterleiten. Eine E-Mail-Weiterleitung gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre E-Mails an eine oder mehrere E-Mail-Adressen weiterzuleiten. Sie können auch eine Weiterleitung einrichten und eine lokale Kopie in Ihrem Postfach behalten.
Über dieses Formular können Sie Weiterleitungen für Ihr Konto einrichten oder löschen.